Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Geranien vermehren kann. Ihr könnt hier meine Geranien sehen, die habe ich vor einiger Zeit eingepflanzt. Wer sich für das Video interessiert, das kann ich an der Stelle hier gern verlinken. Da habe ich auch einige Pflegehinweise zu den Geranien genannt. Hier in dem Video soll es jetzt primär darum gehen, wie man die Geranien vermehrt, und zwar durch Stecklinge. Und ich möchte euch jetzt hier in dem Video zeigen, worauf ihr achten solltet und wie es euch am besten gelingt, die Geranien mit Stecklingen zu vermehren. Ja, Schritt 1 ist erstmal, sich einen geeigneten Steckling zu suchen. Der sollte in der Regel 5 bis 10 cm lang sein, nicht länger, aber auch nicht kürzer. Dann gelingt es eigentlich am besten mit der Stecklingsvermehrung. Und ihr solltet euch möglichst auch einen Trieb aussuchen, der jetzt vielleicht nicht gerade in der Blüte steht oder zu viele Blätter hat. Auch Knospen sollten nicht dran sein. Und jetzt habe ich bei mir hier in der Pflanze schon mal durchgeguckt und ich muss sagen, ihr könnt es hier sehen, die Geranie bei mir blüht wirklich sehr prächtig. Und ich habe jetzt wirklich keinen geeigneten Steckling gefunden, wo keine Blüte oder Knospe oder Trieb dran ist, den ich tatsächlich nehmen kann. Am geeignetsten erscheint mir noch dieser hier. Hier haben wir eine Blüte und ein paar Knospen auch dran. Aber der ist von der Länge her auch ganz gut. Und den schneiden wir jetzt ab. Achtet darauf, wenn ihr den Steckling abschneidet, dass ihr das mit einer Schere oder einem Messer macht, das auch wirklich sauber ist, damit jetzt nicht noch irgendwelche Krankheiten hier an der Pflanze übertragen werden. In der Regel könnt ihr das auch eigentlich abbrechen. Auch da passiert nichts. Ihr solltet halt darauf achten, dass ein gerader Schnitt oder ein gerader Bruch stattfindet, dass es nicht zu sehr ausgefranst ist. Und dann möglichst direkt hier unter dem Blattzweig abschneiden. Das mache ich jetzt hier in dem Fall. Da haben wir unseren Steckling. Ich denke, er ist gute 5 cm lang, wenn ich das mal so an der Hand anhalte, vielleicht auch etwas länger. Und den Steckling werden wir jetzt bearbeiten und dann einpflanzen. Ich habe mir jetzt hier schon mal einen Blumentopf genommen mit spezieller Anzuchterde. Damit gelingt es wirklich etwas besser als mit normaler Erde. Das liegt daran, dass hier nicht ganz so viel Keime in der Erde sind. Die Erde auch etwas lockerer ist als normale Erde. Da können sich die Wurzeln nachher einfach besser ausbilden. Und jetzt müssen wir hier unseren Steckling noch bearbeiten. Also das heißt, die Blüte sollte auf jeden Fall abgeknipst werden. Auch hier die Knospen, das muss leider alles ab, auch wenn es schön aussieht. Und dann sollten natürlich auch hier die unteren Blätter entfernt werden. Wenn die jetzt nachher mit eingepflanzt werden, könnte das da nur schimmeln. Entweder macht ihr das wie ich mit einem Fingernagel oder ihr schneidet es sauber mit einer Schere ab. Das bleibt euch überlassen. Ich kann euch garantieren, dass beides klappt. Und dann sollten eigentlich nicht mehr als 2 bis 3 Blätter an der Pflanze sein. Das heißt, ich nehme jetzt dieses hier noch ab. Das würde der Pflanze eigentlich nur unnötig Energie kosten. So sieht jetzt ein guter Steckling aus. Und den pflanzen wir jetzt gute 1 bis 2 cm hier in unsere Anzuchterde ein. Drücken das Ganze gut an. Und dann würde ich euch natürlich empfehlen, nicht nur das Ganze bei einem Steckling zu lassen, sondern bei mehreren, dann leider nicht jeder Steckling angeht. Ihr müsst immer mit einem Verlust von, ich sag mal, ungefähr 50% rechnen. Das ist leider so. Und im Prinzip haben wir jetzt eigentlich schon soweit alles vorbereitet. Die Erde sollte immer feucht gehalten werden, nicht zu nass, damit es auch hier nicht schimmelt. Und jetzt müssen wir uns noch einen geeigneten Standort für unseren neuen Steckling hier suchen. So, hier habe ich jetzt einen geeigneten Ort für meinen Steckling gefunden. Hier ist keine direkte Sonneneinstrahlung, trotzdem ist es hell. Ich achte jetzt immer darauf, dass die Erde feucht gehalten wird. Zusätzlich gebe ich hier noch eine Plastiktüte drüber. Damit schaffe ich eine Situation, wie wir sie im Gewächshaus vorfinden. Damit wird meine Chance enorm verbessert, dass der Steckling auch angeht. Regelmäßiges Lüften solltet ihr auch machen oder ihr könnt auch ganz kleine Löcher in die Plastiktüte reinmachen. Das würde ich euch auch in jedem Fall empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es am Anfang des Videos schon gesagt hatte. Der beste Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung ist August bis September. Und jetzt müssen wir gute 6 Wochen warten. In der Regel dauert das so lange. Und dann wird der Steckling leicht bewurzelt sein. Dann belasse ich den aber noch hier in meinem Topf mit der Anzuchterde, werde ihn überwintern und kann ihn dann nächstes Jahr im Frühjahr in meinem Blumenkasten oder ins Blumenbeet reinpflanzen. So, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende des Videos. Ich werde jetzt noch bei meinen Geranien, die ich hier zu Hause habe, einige geeignete Stecklinge suchen, die dann natürlich auch einpflanzen, um meine Chance zu verbessern, dass ich nächstes Jahr auch wieder schöne Geranien habe. Und ich hoffe dann, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir noch einfach mit einem Daumen nach oben. Wer Fragen, Anregungen oder Kritik hat, kann das gern unten in den Kommentaren loswerden. Und wenn ihr auch meine anderen Videos sehen wollt, dann abonniert bitte meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!